Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich mal meinen Ölriemen austauschen. Das ist total simpel, das geht ganz einfach. Den Ölriemen sollte man in regelmäßigen Abständen mal abchecken und gegebenenfalls austauschen. Dieses kleine Teil ist eine sehr wichtige Komponente, denn dieser Riemen ist dafür verantwortlich, den Zylinder zu schmieren und auch die Lager im Kurbelgehäuse, also die Lager von der Kurbelwelle und die Kurbelwellenlager. Wenn die Schmierung ausfällt, sprich wenn der Riemen reißt, dann hört die Schmierung sofort auf und man kriegt einen Kolbenfresser oder einen Lagerschaden oder alles zusammen. Um genau das zu verhindern, ist es wichtig, den in regelmäßigen Abständen auszutauschen. Und ich zeige euch heute, wie das geht. Als erstes muss man natürlich den Variodeckel abschrauben. Am besten dazu einen Akkuschrauber nehmen, damit das viel schneller geht. Und dann muss man die ganze Variomatik abnehmen. Im Grunde einfach alles, was im Motor vorne ist, komplett rausholen. Also die Variomatik, dann die Ölpumpe, die löst man hier bei dem Piaggio-Motor mit zwei Schrauben. Dann den Bautenzug von der Ölpumpe vorher noch lösen. Dann natürlich die Pumpe einfach abziehen. Dann den alten Ölriemen einfach abziehen. Da sind diese zwei Rädchen. Einmal ein kleines Rädchen und einmal ein größeres. Bei dem größeren Rädchen, bei dem schwarzen, ist oft hinten bei denen noch so eine Bronzehülseführung. Diese Bronzeführung sollte man sich auch mal angucken. Die ist ab und zu mal brüchig bei manchen Rollern, wenn die schon etwas älter sind. Die erzeugen gerne auch mal Geräusche. Also checkt das ab. Wenn die brüchig ist, dann wechselt das Rädchen auf jeden Fall auch aus. Bevor ich den neuen Riemen einbaue, vergleiche ich den alten mit dem neuen nochmal, um zu sehen, ob sie gleich sind. Ich baue den Ölriemen immer so ein, dass man die Schrift lesen kann. Das heißt, dass die Schrift nicht auf dem Kopf ist. Und dann mache ich das so, dass ich das große Rädchen raushole, den Riemen draufsetze und dann zusammen draufstecke. So sieht das dann aus. Ich zentriere dann den Riemen noch, dass der dann auf dem großen Rädchen dann mittig sitzt. Drehe die Kurbelwelle dann noch ein paar Mal, dass ich dann sehe, dass sich der Riemen dreht und dass sich dann der Riemen auch vernünftig positioniert. Dann muss man einfach nur noch alles zusammenbauen und man kann dann erstmal beruhigt weiterfahren, ohne Angst zu haben, dass die Schmierung leidet oder dass die Schmierung aufhört. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.